Ein recht herzliches Willkommen zurück allerseits. So, wir wollten jetzt schnell einmal die Taschen hier fix leer machen und dann nochmal da in das andere Gebäude rein. Ich würde sagen, das gehen wir jetzt auch eben an. So. Na, das heißt Taschen leer machen. Das wird schon relativ eng hier mit Taschen leer machen, ne? So, guck mal hier, die pfeifen wir uns hier mal lecker rein. Das wird alles schön zerlegt. Oh Mann, doch. Kann euch sein, ey. Ah, so viel steht fest, wir müssen als nächstes echt unbedingt zum Händler hin. Damit wir hier unsere Taschen ein bisschen leer bekommen. Hat die zu verlesen? Ne. Die müssten wir eigentlich auch mal machen, ne? Obwohl, es sind Aloe Vera Samen. Lass wir mal mitnehmen. Ach Quatsch. Dann können wir da nämlich... So, komm her, die pfeifen wir uns hier noch schnell rein. Einmal zerlegen. Ach, komm hier, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Und wenn, dann können wir uns den immer noch mal selber bauen. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt gerade vielleicht zerlegen könnten und nicht mehr bräuchten? Die Eisenpfeile verwenden wir eh nie. Zumal wir jetzt nicht mal einen Bogen dabei hätten. Fahrradlenker. Da können wir eigentlich auch zerlegen. Brauchen wir auch nicht mehr. Achso, okay. Das dauert. Dann soll er das erstmal weiter zerlegen. Dann begeben wir uns jetzt mal in das Häuschen da hinein, würde ich sagen. Wir laden mal ein bisschen schnellere Kaliber hier. Und dann wecken wir die hier mal auf. Mitten in der Nacht. Jetzt kann er gleich die Tür zumachen. Ne, schade, leider nicht. Das ist gar keine Tür. Die ist offen. Eigentlich könnte ich ja eben, theoretisch gesehen, ja, kann ich auch gleich mal die Tür eben zumachen. Ne? Sollte dann tatsächlich hier irgendwas anrennen kommen, von hinten oder so, müssten wir ja zumindest erstmal die Tür offen kloppen. So, ich meine, hier mussten wir nicht, glaube ich, nach unten. Ja, jetzt noch mal los. Wind weg. Siehst du, und da war das nämlich. Dahinter hat sie das versteckt. Da müssen wir gleich rein. Mal kurz schauen. Hier ist aber nichts weiter mehr, oder? Hier noch jemand? Mal auf den Lokus? Nö. Tja, dann müssten wir jetzt hier... Nicht mal dann kommt einer. Sehr merkwürdig. Was ist denn das? Ist das eher... Fast egal, wo wir dies kaputt kloppen, ne? Nicht zuhören hier.
Erstaunlich, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Ich dachte, hier kommen sie jetzt irgendwie anflitzen. Naja, da nicht. Doch, da kommen sie anflitzen, siehst du? Ich habe mich schon so gewundert, das war so ruhig. So, jetzt machen wir mal hier. Oh, kann ich jetzt nicht, weil die blöden Leichen da liegen, oder was? Na, machen wir anders. So, komm her. Wir haben gar kein Dings mehr. Aber hiermit kann ich das, glaube ich, auch machen, ne? Ne, ging das nicht irgendwie mal, dass man die damit aufwerten kann? Nö. Na gut, komm, egal. So, dann kriegen wir sie auf jeden Fall mit, weil ich die Teile gleich wahrscheinlich wieder... Ach ne, ich kann die auch knacken. Hehe, dann ist das gar nicht so laut, ne? Komm, du schaffst das. Knack den Safe. Ja, los. Streng dich an. Du kriegst es hin, Junge. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Jo, direkt mit dem ersten Dings. So, Muni, die ist immer gut. Naja, ich weiß ja nicht. Was sagt ihr dazu? Also, der Brüller war es ja nicht. So, komm. Schafft das ja auch, den zu knacken. Nein, er hat es nicht geschafft. Jetzt mit dem zweiten Dietrich? Auch nicht. Na, er scheint wohl ein bisschen hartnäckiger zu sein, der kleine Safe. Wahrscheinlich, weil er den so hochheben kann, so mitnehmen könnte, haben sie da ein besseres Schloss verbaut. Super, da hast du drei. Na, hier ist ja immerhin was bisschen Feineres. Da haben wir nochmal so ein schönes Schützengewehr, Munition, eine MP5. Ja, das ist schon... Das ist schon ein bisschen mehr, ne? Doch, sieht schon nicht ganz so schlecht aus. Gibt das zum Zerlegen hier? Ach, Warteschlange voll, war ja, war klar. So, Munitionshaufen hier. So, anstelle des euren Fahrradlenkrads, den können wir... Ne, können wir auch nicht zerlegen, wir haben ja keinen Platz mehr. Beziehungsweise Warteschlange ist voll. So, da ist noch drin noch das oder Messer und das Ding. So, die Waffentasche haben wir reingeguckt. Ach, da oben die zwei Safes sind da auch noch und die rote Lampe. So, versuch den nochmal zu knacken. Da kriegst du ihn, Junge, streng die an. Also diese Natchez Safes Co. da, die sind glaube ich nicht so ganz zu empfehlen, wenn ihr euch einen Safe zulegen wollt. Ihr seht ja, die sind irgendwie einfacher zu knacken scheinbar. Oh, Tag 86, 4 Uhr schon wieder. So, Nachtu, die flitzt auch dahin. So, bisschen Muni. Oh, ich kann nicht mehr Muni mitnehmen, das geht ja wohl gar nicht. Dann bleiben die euren Samen jetzt auch hier. Blöden Glassplitter können hier bleiben. Komm hier, das pfeifen wir uns hier mal rein. Dafür nehmen wir Schrottgeschütz mit. Die nehmen wir dafür mit. So, komm hier, knacken wir die nochmal. Na? Ich glaube, jetzt kriegt das diesmal auch... Ne, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, im ersten Anlauf hin, aber doch nicht. Na, braucht ja noch einen. Ah, das war beschiss. Ich war auch schon bei unter einer Sekunde, oder? Und jetzt musste ich mir aber drei anfangen. Ein Molotow, Munition. Nochmal so ein tolles Schützengewehr. So, komm her. Du gehst dahin. Du anstelle der vier Federn. Eigentlich können wir beim nächsten Horde auch echt mal ein paar solche Molotows verwenden, ne? Ich glaube, da haben wir schon so einige allmählich von.
Das ist mal so eine Idee, die endlich mal einzusetzen. Oh, was ist denn los hier, du? Und brechen uns den Laufen die euren Schlüssel ab. Schon wieder. So, nochmal ein bisschen. M60 Maschinengewehr. Sehr geil. Und dann auch noch der Stufe 6 hier. Ha, Hammer. Gut, ihr macht jetzt 70er, wahrscheinlich auch nur aufgrund der ganzen Mods. Aber wenn wir die dann ausrüsten und umtauschen, schon nicht schlecht. Da brauchen wir mal hier die Axt. Mal kurz hier hinter schauen. Steckt sich aber auch keiner mehr, oder? Ey, nicht ernsthaft, oder? Wir hätten auch so durch die Toilette reingegangen. Wir hätten gar nicht dieses schwere Glas hier vorne zertrümmern müssen. Naja, egal. Komm, wir haben das rausgeholt, was ich meinte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, oben da war nicht mehr Berauschen was. Da gab es irgendwo, glaube ich, nochmal eine so eine kleine Kiste mit Munition. Wir können mal fix einmal kurz gucken. Aber ich. Was ist denn das für ein Boden? Schneeboden im Haus. Wie gesagt, hier war nicht nur Essens, Trinken, Zeugs und so. Und ich glaube, dafür musste es sogar nach oben. Oh, wie war denn das noch? Tag. Steht der nochmal auf? Der steht nochmal auf. Ey, was ist denn los mit dem? So. So, das könnte man theoretisch logischerweise alles wieder klein machen. Ja, falsch rumgelaufen natürlich. Wie es dann auch so oft ist, ne? Dann läufst du auch noch falsch rum. So, ich glaube irgendwo. Hier wollte ich nicht gerade sagen, war so ein komischer Munitionshaufen noch. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ein paar Federn. Ups. Nehmen wir ihn. Geht schneller. So, und ich weiß gar nicht mehr, war hier nicht noch irgendwo was? Aber ich glaube nicht mehr, ne? Na, ich sag ja. Hier oben war nicht, nicht mehr so der Brüller. Aber wir haben von hier aus natürlich halt, wir können noch einmal kurz da oben gehen, eine gute Aussicht. Vielleicht sieht man hier ein bisschen was, wo eventuell noch was sein könnte. So, da ist irgendein Café. Scampsen. Fries, 99 Cent Fishstick. Ja, also irgendwie sieht es nicht so richtig nach Bücherladen oder so aus, ne? Na gut, werden wir weiterfahren. Wir wollen jetzt sowieso jetzt einmal zum Händler hin nach Möglichkeit, dass wir da den anderen Stuff mal loswerden. Den wir hier jetzt noch alles mitschleppen. So, lass uns zum Auto, ihm Sachen reinpacken. Ich weiß gar nicht, gab es hier drin noch eine Munitionskiste oder so? Bin mir im Moment nicht mehr sicher. Aber das Interessanteste war halt die Kiste da unten. So, gucken, ob wir überhaupt noch irgendwas großartig reinkriegen. Viel ist es auf jeden Fall nicht. Papier haben wir, glaube ich, ne? Ach Quatsch, nicht fallen lassen, die wollte ich zerlegen. So, ich würde sagen, wir kurven Richtung Händler.
Ja, mal schauen. Hier sind wir jetzt. Plupp, dann fahren wir hier jetzt erstmal wieder auf die Hauptstraße. Einmal kurz hier rein, damit er das auf der Karte richtig zeigt. Gut. So, jetzt. Oh, hier. Ein Schneekätzchen. Was ist das hier für eine Straße? Ah, geht ja doch noch. Ich wollte gerade sagen, das wäre so eine kuriose Straße. Oh, hier, da hat ja jemand seinen Flug angeschmissen. Da ist auch irgendwie noch so ein ganz bisschen verbuggt, ne, bei der Stellung. Da war irgendwie so ein kleiner Fehler drin. Mal ganz kurz schauen, wo sind wir jetzt? Ja, da. Ja, wir sind genau auf der Straße. Das passt. Da können wir dann schön rechts ab zum Händler und können wir demnächst den ganzen anderen Kram da irgendwie mal ein bisschen verkaufen. Müssen wir zwar wahrscheinlich erst ein, zwei Mal laufen, damit wir überhaupt zwei, drei Sachen ins Inventar reinkriegen. Jetzt ziehe ich da irgendwo rechts ab. Ah, so ein Stückchen. Da unten ist er. Jee. Was ist denn für ein Wetter, so? Schnee und Regen. Also, das wünscht ihr auch nicht. So, hier einmal rauf. Junge, du musst deine Auffahrt echt mal irgendwie anders machen. So, jetzt gucken wir hier. Hier kümmern wir uns hier um das Miezekätzchen. Ja, Kaninchen, du bist jetzt in Sicherheit. Wir haben dich gerettet. Ein bisschen Platz hätte ich ja sogar. Ich muss erstmal hier, fangen wir einmal kurz oben an. Die will ich auf jeden Fall behalten, die will ich auch Ersehen behalten. Die auch erst eben. So, das sind die drei Rezepte auf jeden Fall. Beim Pistolen gucken wir gleich eben, was die uns geldtechnisch einbringen würden. So, Messerchen nehmen wir hier. Das fliegt hier schon durch die Gegend. Knochen, 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 Knochen. Ah, ist egal, lass hier auch Knochen liegen. Ach, hier ist er, glaube ich, gar nicht, ne? Ist ja nicht hier irgendwo. Da. No loitering. So, Junge, komm mal hier. Ich muss ihm einmal mit dir handeln. So, was gibst du mir dafür? 160? Na gut, nimm's. Ich bin es los. So, was gibst du mir für so eine olle Pistole? Ah, hier kriegst du auch. Hier den ollen Bogen kannst du auch haben. Das Teil kannst du haben. So, hier haben wir noch einen Bauplan für eine Magnum. Den willst du auch bestimmt haben, oder? Dann was mit der? Na, da kriegst du nur 9 für, kannst knicken. Dann zerlege ich die Leber. Eine schöne Schatzkarte? Ne, die kannst du nicht gebrauchen, wa? Well, it's about time you bought something. Ja, ich komme gleich wieder. Ich muss nur mal meine Taschen ausleeren und dann neue Sachen holen. So, jetzt geht das weiter. Hoffe ich zumindest, dass es ein bisschen weiter geht. Das kriege ich, glaube ich, noch alles so rein, ne? Ja. Sehr gut. Ach, die alle, den Mod, den können wir ja auch verkaufen. Die haben... da kommt ein Zombie anlatschen. Die haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal, die Mod. So, die wollten wir auf jeden Fall noch verkaufen. Den wollten wir verkaufen. Dieses Rezeptchen hier.
So, dann kann das schon mal alles hier oben wieder rein, soweit. Alle Schatzkarte nehmen wir erstmal mit. So. Was damit? Kann man ja auch mal verkaufen, oder? Das Vierer wollten wir schon verkaufen. Da machen wir es auch. Können wir ihn hier auch verkaufen. Der gibt da uns nichts für. Die können wir besser zerlegen. Reifen. Hier ist nochmal Rezept. Ach ne, den wollten wir verkaufen. Bei Dollars will ich mal gucken, was er uns da eigentlich für geben würde. So. Die können wir noch wegwehren. Die können wir noch loswehren. Das Ding. Die Zweier hier. Das. Das nochmal ein Rezept. Und noch ein Rezept. Und die. Da bei irgendwo ist ein Zombie. Ach, das ist ein Kampf. Katze gegen Zombie. So, lass mal rein hier. Ist das ein Ekelwetter, du. So, jetzt komm mal hier. So, jetzt haben wir hier. Das willst du auch bestimmt haben. Hier so einen krassen Helm. Du, den brauchst du auf jeden Fall in der Sammlung. Den ja auch. Guck mal, hier so ein schönes Drahtwerkzeug. Das muss. Na, ist auch nur 72, aber egal. Komm hier. Hier sind den Kram los. So, hier. Zack, da ist nochmal ein schönes Ding. Ein Dollar gibt er dafür. Okay. So, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Was gibt der für die olle Mod hier? 50? Ja, hier kommen, kannst du haben. So, und für Nuggets? 50? Na gut, nimm mit hier. Oh, hier, zack, verkaufen. Kannst du auch haben, kannst du auch haben. Und das tolle Rezept. So, und die wollten wir auch verkaufen, ne? Sehr schön. Guck mal, wie viel Geld wir schon haben. Ja, ich komme gleich nochmal. Muss ich mal kurz hier schauen. Was wir hier noch so drin haben. So. Mein Geld im Einstecken. So, ich glaube, den Rest behalten wir logischerweise, oder? Haben wir hier noch irgendwas jetzt? Eine Vierer, da kann ich eben gucken, was sonst dafür gibt. Obwohl ich weiß gar nicht, ob wir daheim überhaupt eine Vierer haben. Ist natürlich auch schön viel wert wahrscheinlich, ne? Okay, da haben wir schon eine 6 davon. Na, die behalte ich trotzdem erstmal noch. Die 3er, da könnten wir mal gucken, ob wir die nicht verkaufen. So, achso, erstmal müssen wir die hier verändern. So, zack. Guck mal, er kann sogar noch einen Mod zusätzlich kriegen. Wie viel macht ihn jetzt? 77. Siehst du, und vorher hat sie 70 gemacht, die blaue. So, bei der will ich ihm einmal nachschauen, was er uns da letzten Endes für richtig für geben würde. Beware the dead. So, zeig mal her. 467. Das ist so eine Frage, ne? Oder ob wir die besser behalten. So, hier gibt es auf jeden Fall was. Ein Buch, was wir noch nicht kennen. Das nehmen wir mit. Ansonsten. Bogenschießen für Ranger. Kennen wir auch schon. Jetzt auch nicht so der Knüller. Schießpulver hat er ein bisschen. Chemiestation, Stahlgerüstblöcke. Panzerbrechende Munition hat er auch. Munition hat er hier vielleicht.
können wir noch mal überlegen. Ja, sonst noch irgendwas Feines? Klingenfalle. Das ist auch alles, in Anführungszeichen, können wir es alles selber hier stellen, ne? Ist ja das Einzige, ist vielleicht überlegenswert. Was würde uns das kosten, wenn wir die 121 Schuss nehmen? 2600. Die nehmen wir einfach mal stumpf mit. Panzerbrechendes Schrotflintengeschoss. Wäre vielleicht auch mal gar nicht so verkehrt, ne? Nehmen wir einfach auch mal mit. Ich meine, wir können das Geld natürlich auch einschmelzen, so gesehen. Aber dann können wir auch genauso gut dafür Thank Munition God holen. You're done browsing. Next time I'll charge you for that. Hey, was ist da denn hier? Können wir ihn knacken? Ja, Tatsache. Gibt es ja sowieso irgendwie eine Luke nach unten, sehe ich gerade. Kann es wahrscheinlich auch so hoch gehen, oder? Ah, gut. Nicht der absolute Brüller, aber egal. Komm mal her. Was willst du uns da dafür geben? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so einen guten Zuhause haben. Die würde ich tatsächlich mal behalten. Hier, deine neuen Pfeile kannst du wieder haben. Die würde ich dir ganz gerne nehmen zu verkaufen. Hier, und deine Dollarscheine, die ich dir geklaut habe, kannst du auch wieder haben. Thank God you're done browsing. Next time I'll charge you for that. Ja, okay. So, dann haben wir das jetzt auch noch gelernt. Hier kannst du wahrscheinlich durch und dann da unten hin, oder? Will ich einmal schnell mal gucken, den Weg. Kannst du lang, schwupp. Hier nicht. Hier gibt es noch eine Chemiestation. Tja, den kann man auch nicht knacken, ne? Ne. Oh, hier ist aber noch eine Kiste. Oh, ein bisschen Munition drin. Feine Pilze kann man behalten. Ich habe meine eigenen. Hey. So. Zerlegen wir die noch? Ja, uns ist kalt. Ich weiß das doch. So, komm hier das. Die Sachen kommen hier erstmal rein. Oh, hast du mal auch mal was Feines hier, ne? So ein bisschen andere Munition zusätzlich zu haben. Jetzt habe ich wieder welche von blöden Eisenpfeilen. So, die nehme ich mal mit. Ach, ich glaube, ich gehe ja noch schnell und verkaufe die nochmal. Der hat uns irgendwie 5 pro Pfeil gegeben, ne? Dafür ist sie, wie gesagt, nicht auch fast zu schade, die einfach nur zu zerlegen. What do you need? Weil ich brauche eigentlich gar nichts. Ich will dir hier nur was überteuert verkaufen. Ne, will er gar nicht haben, der ist da. Was something else? Komm ja auch nicht wieder, ey. Kannst knicken. Wenn du dich so blöd anstellst und jetzt nicht mal einen tollen Pfeil hier kaufen willst. So, eine blöde Tür kannst du auch selber schließen. Gut. Das hätten wir. Ups. Ach, kannst nicht mal Müll hier kaputt machen, ja. So, einmal zurück hier auf die Straße. War doch von hier, oder? Ja. Tja, da müssen wir gucken. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt mal wieder für diese Folge. Wir waren jetzt beim Händler, wir haben alles jetzt mal verkauft, haben unsere Taschen wieder ein bisschen leer. Jetzt könnten wir jetzt mal wieder zurück zur Hauptstraße und dann schauen, in welche Richtung es weitergeht. Aber auf jeden Fall sind wir den ganzen Kram los. Ja, ich würde mal so sagen.
Jetzt schauen wir weiter, ne? Wahrscheinlich erstmal hier lang. Dann gehen wir von da aus. Ja, müssen wir schauen, wo die Straße hier links vielleicht noch hinführt oder so. Ich wäre ja ganz gerne noch so ein bisschen in diese Richtung gekommen, aber ich weiß nicht, ob wir von da vielleicht einen Weg finden. Wir werden mal schauen, ihr Lieben. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.